Herzlich willkommen beim heutigen Immo-Talk. Heute haben wir ein anderes Projekt oder heute haben wir ein ganz besonderes Thema, über das Steffi und ich mit euch reden wollen. Deswegen sind wir heute auch in ganz kleiner Runde unterwegs. Die Männer sind heute anderweitig in anderen Projekten unterwegs. In 8 Wochen gibt es uns wieder in voller Runde. Und jetzt heute wollen Steffi und ich euch von unserem allerneuesten Gemeinschaftsbaby erzählen. Und wer meinen Podcast liest, der weiß, dass ich mit Steffi gerade 2 Babys brüte. Es gibt also quasi Zwillinge. Und eins dieser Babys wird diese Woche tatsächlich auch schon oder allerspätestens nächste Woche das Licht dieser Welt erblicken. Und darüber wollen wir total gerne mit euch reden. Und Steffi, soll ich schon mal meinen Bildschirm freigeben und mal erzählen? Oder? Ja, zeig mal. Mal gucken, ob wir es finden. So. Beide Babys lang geplant und jetzt werden sie gleichzeitig fertig gebacken. Seht ihr dieses Baby hier? Ja. Sehr dieses schön. Süße kleine Baby hier haben Steffi und ich jetzt wirklich einige Monate gebrütet und jetzt wird es bald soweit sein. Es gibt ein Buch und ein E-Book, in dem Steffi, die ja wirklich eine großartige, langjährige, sehr, sehr profunde Expertise im Bereich Immobilien hat, die eine Ausbildung in dem Bereich hat, die ganz lange auch gearbeitet hat, sowohl als Maklerin als auch als Finanzierungsvermittlerin, deren Vater als Architekt schon Steffi als klitzekleines Mädchen mit auf die Baustellen genommen hat. Steffi hat selber inzwischen ganz, ganz viele Immobilien, also ein großes Immobilienportfolio. Und in diesem Buch steckt Steffis gesammeltes Wissen dazu, wie du erfolgreich Eigentümer einer Eigentumswohnung wirst. Aber auch als jemand, der jetzt nicht diese ganzen Hintergründe mitbringt, darauf haben wir nämlich sehr viel Wert gelegt, dass tatsächlich jeder, auch der jetzt einfach noch überhaupt gar keine Ahnung von Immobilieninvestments hat, dass jeder das tatsächlich mitmachen und einfach umsetzen kann. Mhm. Denn wir stehen ja beide so für das Thema passives Einkommen und haben uns überlegt, Mani, das machen wir doch jetzt mal, indem wir ein schönes Buch schreiben, dass wir diese Inhalte zusammen preisgeben, wie tatsächlich jeder Geld mit Immobilien verdienen kann. Und ja, es ist tatsächlich so, also wir haben da jetzt verschiedene Kapitel. Die Eva hat sich auch ein bisschen ausgetobt am Anfang und am Ende des Buches. Aha, da haben wir eins der Kinder. Die Eva hat also auch sehr viel noch das Buch so in so einen schönen Rahmen eingepackt. Ja, und ich habe eben dann den Immobilienteil natürlich übernommen und da haben wir jetzt ja einfach so von den Grundüberlegungen ganz viel reingepackt über die Strategie, die man so fahren kann. Also die einen sagen ja, sie wollen möglichst viel passives Einkommen mit der Immobilie verdienen und die anderen sagen, oh, ich habe irgendwie zu wenig für die Altersvorsorge gemacht, ich müsste da mal mehr machen. Also da gehen wir so ein bisschen drauf ein und auf welche Arten von Immobilien ja, die besten sind für Einsteiger, also haben uns tatsächlich darauf konzentriert, wie man als Einsteiger am besten in das Thema reinkommt und auch am besten aufgehoben ist, ohne dass man jetzt diesen ganzen Hintergrund, so wie ich es jetzt habe, mitbringt. Und ja, erklären dann so ein bisschen, auf was man da achten muss. Es gibt Infos zum Thema Regionen, Analyse, Kaufpreise, denn wir haben ja aktuell immer noch das Thema, dass die Kaufpreise wahnsinnig hoch sind überall und viele Leute sagen, ja, da kann ich doch schon gar keine Immobilien mehr finden, mit denen überhaupt Geld zu verdienen ist, aber das stimmt nicht. Es gibt nach wie vor ganz viele tolle Gegenden, wo man noch Geld mit Immobilien verdienen kann, auch in Deutschland. Und ja, da gehe ich auch in dem Buch dann drauf ein und erkläre, wie man die richtige Immobilie findet, eben in der richtigen Region zum richtigen Kaufpreis. Die richtige Miethöhe spielt eine ganz wichtige Rolle. Wir gehen ein auf das Thema Renditeberechnung. Denn wenn die Rendite nicht stimmt, dann haben wir auch kein passives Einkommen. Da schließt sich dann der Kreis wieder. Also dann ist nichts mit Cashflow, sondern dann haben wir die Leute, die sagen, ah, das kannst du alles vergessen, da zahle ich doch nur drauf, habe ich alles ausprobiert. So ein Quatsch. Ja, das sind dann die, die nicht gerechnet haben. Und deswegen reite ich ja mal so auf den Zahlen bei Immobilieninvestments drauf rum. Bevor wir uns überhaupt eine Immobilie angucken, gucken wir uns erstmal die Zahlen an. Ja, die meisten machen es ja andersrum. Die meisten sagen, ich gucke erstmal die Immobilie an und wenn sie mir dann noch ein bisschen was bringt und ich bin heiß verliebt in diese Wohnung, dann kaufe ich sie trotzdem. Und wir sagen aber, wir gucken uns erstmal die Zahlen an und wenn die nicht genial sind, dann gucken wir uns auch die Wohnung gar nicht weiter an, sondern schauen lieber weiter. Und da erkläre ich ganz viel zu. Naja, und dann so die komplette Kaufabwicklung natürlich mit allem drum und dran.
Und ja, im Anschluss, Eva, hast du dann noch ein bisschen allgemeiner auf das Thema passives Einkommen ein bisschen was dazu geschrieben. Magst du auch nochmal erzählen, was du da so alles zum Besten gibst? Genau, ich musste mich gerade einmal ganz kurz ausklinken, weil hier mein Mittlerer reinstürmte und einen ganz kurzen Moment Mama-Aufmerksamkeit brauchte. Ja, genau. Also ich habe für euch zusammengefasst, ich habe ein Halbjahres-Coaching gemacht beim wunderbaren Brian Tracy. Wer Brian Tracy kennt, der weiß, was Brian Tracy für eine unglaubliche Expertise darin hat, Menschen dabei zu unterstützen, wirklich auch ein Vermögen aufzubauen und erfolgreich zu werden, und habe die Essenz aus diesem Halbjahres-Coaching einfach hinten nochmal rangepackt, weil Immobilien sind ein geniales Instrument, ja, wenn du damit loslegen willst, aber es ist auch wichtig, dass du wirklich vom Kopf her dich umschaltest auf: Ich will jetzt auch einen weiteren Einkommensstrom generieren und ich möchte jetzt auch erfolgreich werden und ich möchte auch mich stetig verbessern in meinen Skills. Und so ein, also eins dieser Tipps, dieser Lebens- und Erfolgsgesetze, ist, dass er gesagt hat, du musst jeden Tag lesen und dich jeden Tag verbessern. Wenn du stillstehst, dann wirst du automatisch schlechter, weil sich alle anderen weiterentwickeln und du sozusagen zurückfällst. Und ja, hier habt ihr quasi eine neue großartige Möglichkeit, das zu nutzen und wirklich zu sagen, okay, damit möchte ich jetzt loslegen und einfach mein Wissen an diesem Punkt erweitern. Und das natürlich ja zu einem extrem genialen Preis. Also ihr bekommt wirklich, also Steffi hat wirklich nichts ausgelassen. Ihr bekommt ihr komplettes Wissen darüber, wie ihr diese Immobilie bekommt, sodass ihr damit echt die komplette Grundlage habt, um eure erste Eigentumswohnung zu kaufen. Es ist nämlich wirklich nicht so schwer, wenn du weißt, worauf du achten musst, wenn du weißt, wenn du die Zahlen rechnest, wenn du dir das alles anguckst. Und das hat sie alles wirklich genial hier zusammengefasst. Aber wir haben noch eine total obergeniale Überraschung für euch. Und wir, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch total gerne eure Fragen zum Buch und auch grundsätzlich dazu, wie man mit Eigentumswohnungen sich ein Einkommen aufbaut, stellen. Aber wir haben uns noch was gedacht, weil dieses Buch ist jetzt heute leider noch nicht bestellbar. Eigentlich hatten wir gehofft, dass wir es heute schaffen, es euch hier sozusagen mit einem Link zum Bestellen reinzupacken. Aber in ganz, ganz wenigen Tagen wird es soweit sein. Also ich nehme an, vielleicht sogar noch in dieser Woche, allerspätestens in der nächsten Woche ist dieses Buch bestellbar. Und ja, Steffi und ich hatten beide an der einen oder anderen Stelle das Vergnügen, auch Menschen einfach mal kennenzulernen, mit denen wir sonst nur via Facebook, via Zoom oder via E-Mail kommunizieren, und haben gemerkt, wie viel Spaß uns das eigentlich macht, einfach auch in einen direkten Kontakt mit den Menschen zu kommen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, wie können wir diesem Buch so richtig, richtig, richtig viel Mehrwert mitgeben und vor allem denen richtig viel Mehrwert mitgeben, die direkt sagen, das will ich haben, das finde ich spannend und ja, dieses Wissen will ich mir sichern. Steffi, willst du mal erzählen, was wir uns ausgebrütet haben an Mega-Mehrwert? Willst du mit dem Mega-Mehrwert anfangen oder erst mal mit dem Boni? Naja, das ist ja alles mega Mehrwert. Erzähl so, wie du möchtest. Also ich erzähle erstmal die Boni und danach erzählst du den mega Mehrwert. Alles klar. Also wir haben uns überlegt, nur Buch ist ja nicht so ganz typisch für uns beide. Da muss man irgendwie noch ein bisschen was dazukommen, was dann auch irgendwie online abrufbar ist. Das ist ja eigentlich eher so unser normaler täglicher Bereich und deswegen wird es sowohl einmal bei der Eva als auch bei mir natürlich etliche Boni geben, die einfach dann kostenlos als Download zur Verfügung stehen. Also im Buch wird dann jeweils ein Link drin sein und ja, dann kommt man entsprechend auf die Seiten, wo man sich diese Downloads dann holen kann. Und Eva, magst du kurz sagen, was es bei dir sein wird? Ja, total gerne. Also ich werde alles an Interviews und an Webinaren und quasi an Informationen reinpacken, die ich in den letzten fast 2 Jahren zum Thema Immobilien zusammengesammelt habe. Das heißt, wenn ihr das Buch kauft, bekommt ihr
von uns. Ihr müsst uns alle, also ist in diesem Buch ein Link drin. Auf diesen Link könnt ihr dann gehen und euch eintragen, dass wir sehen, ihr habt dieses Buch gekauft. Dann bekommt ihr von uns einen weiteren Link zugeschickt und da findet ihr alle, und es waren viele, Steffi hat letztens schon gesagt, ja schon allein wir haben ja 3 oder 4 Interviews aufgenommen. Also alles, was ich über Immobilien in den letzten Jahren an Informationen zusammengesammelt habe. Und schon allein das übersteigt den Kaufpreis des Buches, nicht den Wert, weil der ist auch riesig, aber den Kaufpreis des Buches um ein, keine Ahnung, 100-faches oder so. Also ja, es ist eigentlich überhaupt, da ist das Buch sozusagen das i-Tüpfelchen obendrauf. Und du? Ja, ich gebe natürlich auch was dazu und zwar, ich habe ja eben schon gesagt, die Zahlen sind mir immer ganz besonders wichtig, weil ich einfach viele Leute kenne, die darauf nicht so viel Wert legen. Aber ich möchte ganz gerne, dass alle wirklich Geld verdienen mit ihren Immobilien. Deswegen gibt es meinen Renditerechner, der jetzt auch schon seit einigen Monaten Geld kostet, den es also nicht mehr einfach so zu bekommen gibt. Den gibt es auf jeden Fall dann kostenlos mit dazu, mit Videoanleitung, weil es ist ganz wichtig, dass man den dann auch richtig bedient. Und was ich auch noch dazu gebe, das sind so Dokumentationsfolien, die zeigen, wie die wichtigsten Stellschrauben bei einem Immobilieninvestment sich direkt auf die Rendite auswirken. Also da seht ihr ganz genau, wie es ist, wenn man an der oder an der Stellschraube so ein bisschen dreht, ja, was sich dann noch alles verändert. Dazu gibt es dann noch meine Checkliste für wichtige Unterlagen beim Immobilienkauf. Die ist auch im Buch zwar nochmal drin, aber natürlich nicht so wunderbar zum Ausdrucken. Das ist ja viel praktischer, wenn man es einfach ausdrucken kann. Und was es auch noch gibt zum Thema Finanzierung, habe ich ein E-Book geschrieben, die schlimmsten Finanzierungsfehler überhaupt bei der Immobilienfinanzierung. Da gehen wir also nochmal auf das Thema Finanzierung drauf ein, weil die Finanzierung tatsächlich eine der wichtigsten Stellschrauben auch ist für den Erfolg eines Immobilieninvestments. Und deswegen habe ich dem Thema eben mein eigenes E-Book gewidmet und das gibt es auch noch dazu. Genau, also ganz viel Wissen nochmal drumherum. Also da kann man dann ganz in Ruhe sich das alles nochmal zu Gemüte führen und eben auch mit den Interviews zusammen, da haben wir ja auch schon wahnsinnig viel erzählt. Das ist, wie Eva sagt, das ist das Buch eigentlich so das i-Tüpfelchen oben drauf. Genau, es gibt also wirklich wirklich richtig viel Mehrwert, was ihr zu dem Thema bekommt. Aber das nicht alles. Nee, jetzt kommt ja der Oberknaller, ne? Den erzählst du jetzt. Den erzähl ich? Ja, den erzählst du. Ich kann ja da noch ein bisschen genauer ergänzen, was dann der Superbonus noch genauer ist. Okay, wir haben uns nämlich gedacht, dass die Leute, die ja wirklich sagen, okay, sie haben richtig Lust loszulegen und sich sofort das Buch schnappen, dass wir für die und ganz im Speziellen für die, die auch noch eine Rezension schreiben, was ganz, ganz obermega Tolles machen mit dem Kauf des Buches und zwar innerhalb der ersten 2 Wochen nach Veröffentlichung. Ja, also bei Amazon, müssen wir noch dazu bei sagen. Bei Amazon, genau. Also wir werden euch per Newsletter, per Vermögensakademie, per unserem zweiten Baby, dazu erzählen wir vielleicht gleich noch eine halbe Sekunde, auf jeder kann Immobilien, also auf allen Kanälen, die wir haben, informieren, wann es losgeht. Und wenn wir starten mit dem Verkauf, habt ihr 2 Wochen Zeit und unter allen, die sich das Buch sofort schnappen und am liebsten auch noch eine Rezension abgeben, denen schenken wir on top ein komplettes Ganztagsevent mit Steffi und mir, wahrscheinlich in Ingolstadt oder Regensburg, es wird im Januar stattfinden, an einem Wochenende, damit ihr vorher nicht irgendwie Steffi ist den ganzen Oktober unterwegs und danach November, Dezember haben wir uns überlegt, sind einfach viele wirklich in dem Vorweihnachtsstress und haben irgendwelche Weihnachtsfeiern, wenig Termine. Deswegen haben wir gesagt, wir schieben es ins neue Jahr. Und im Januar an einem Samstag schenken wir euch quasi noch on top ein Ticket, um einen kompletten Tag mit Steffi und mir zu verbringen.
wo wir uns austauschen können, wo wir netzwerken können, wo Steffi auch nochmal ihr allercoolstes Wissen einfach da auf den Tisch packt und einfach nochmal wirklich auspackt, wo ihr Steffi fragen könnt, wo wir uns einfach alle vernetzen können, wo wir einen genialen Tag miteinander verbringen. Und nicht nur das. Steffi, erzähl, was haben wir uns noch überlegt? Ja, also das ist jetzt für die ersten 50, die sich da melden, innerhalb der nächsten 2 Wochen ab Veröffentlichung. Und für die 20, die also uns die ersten Rezensionen geben auf Amazon, haben wir uns was Besonderes überlegt. Und zwar werden wir mit euch zusammen, bevor dann so das große Event stattfindet, mit euch 20 werden wir eine Stadtrallye zusammen machen. Die geht natürlich auf unsere Kosten, das ist klar. Wo ihr dann Ingolstadt ein bisschen besser kennenlernt. Das ist ein anderes Projekt von mir und da werden wir uns auf die Spuren von Viktor Frankenstein in Ingolstadt begeben. Was ja viele gar nicht wissen, ist ja, dass der Frankenstein laut Buch, also laut Originalroman, sein Monster hier in Ingolstadt geschaffen hat. Ja, sein Monster. Und das haben wir zum Anlass genommen, eine Stadtrallye durch Ingolstadt mit Sehenswürdigkeiten und so weiter aufzubauen. Und da haben Eva und ich gesagt, das ist doch bestimmt total cool, wenn ihr so als harter Kern quasi mit uns dann zusammen erstmal vorher die Stadtrallye macht. Und ja, wir dann eben alle zusammen gemütlich uns zusammensetzen. Ich werde einen Vortrag auf jeden Fall halten, natürlich über investieren in Immobilien, das ist ja ganz klar. Ich werde euch da also auch nochmal ein paar Strategien und auch Praxisbeispiele mit an die Hand geben, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und das Ganze, also inklusive Stadtrallye, ist natürlich nochmal der super Bonus obenauf, aber alleine schon das Event wird 750 € pro Person kosten und das kriegt ihr also auch noch on top zu dem inzwischen immer kleiner gewordenen Buchpreis im Vergleich mit dazu. Genau, sollte also echt gar keine Überlegung sein, dass sobald dieses Buch auf den Markt kommt, ihr euch das sofort schnappt. Und Eva fragt gerade, ob das Buch auch als Druckexemplar zu bekommen ist. Selbstverständlich wird es auch als Druckexemplar zu bekommen sein und auch als E-Book. Also ihr bekommt es genauso, wie es für euch am besten passt. In beidem solltet ihr den Link finden. Und wenn ihr eine Rezension geschrieben habt, dann ist es wichtig, dass ihr uns einmal eine E-Mail schickt. Ja, entweder an Jeder kann Immobilien oder an die Vermögensakademie mit einem Screenshot eurer Rezi, damit wir auch wirklich euch auf die Liste setzen können und dann sagen können, okay, der hat jetzt ist wirklich mit im Topf und wird mit bei unserer Veranstaltung sein. Wie gesagt, das Ganze läuft 2 Wochen. Das Buch gibt es dann natürlich auch noch weiterhin zu kaufen. Aber wir wollen vor allem auch für die einfach einen genialen Mehrwert bieten, die direkt von Anfang an sagen, cool, ein tolles Projekt. Das ist ein wichtiges Wissen. Ich will mit Immobilien jetzt endlich durchstarten. Und im Endeffekt das, was ihr bekommt, würde ich sagen, hat roundabout, ich mache mal hier Facebook aus, weil es hier immer so reindütscht bei mir, hat roundabout einen Wert von so, ja, ich würde sagen 1.000 € etwa, was wir euch im Gesamtpaket geben, den ersten, die loslegen. Und das bekommt ihr für, was ich glaube... Ja, je nach Version. Je nach Version, für unter 20 €. Ja, also, ja, locker. Es ist wirklich, wirklich ein mega, mega Angebot. So, und wir freuen uns total, dass es bald losgeht. Und dieses Buch wirklich morgen, übermorgen, Montag, Dienstag. Also wir sitzen in den Startlöchern. Unser Publisher scharrt mit den Hufen. Es gibt noch so 2, 3 Kleinigkeiten, die da gemacht werden mussten, bevor es jetzt wirklich losgehen kann. Aber wir sind quasi ein Müh davon entfernt, dass dieses Buch da ist und du es in den Händen halten kannst. Und wir freuen uns total. Ja, wirklich. Es hat ein paar Monate gedauert. So, ihr konntet jetzt nochmal auf dieses wunderschöne Buch schauen. Ich würde sagen, ich mache jetzt die Bildschirmübertragung aus oder soll ich sie anlassen? Also im Grunde kannst du sie, glaube ich, auch ausmachen. Jetzt haben wir es ja gesehen und wir werden es ja dann nochmal posten. Auch mit den genauen Angaben, wo man dann die E-Mail hinschicken sollte und natürlich auch, wo man das Buch bestellen kann, logischerweise. Also einfach immer mal reingucken, entweder bei Eva, bei der Vermögensakademie
oder bei mir bei Jeder kann Immobilien oder bei einem von uns beiden irgendwo auf Facebook, auf der Webseite, wie auch immer. Es wird überall zu lesen sein und es wird überall zu kaufen sein oder eben auf Amazon einfach, ne? Findet genau. Man es ja dann auch, wenn man unseren Namen eingibt. Genau. Also das posten wir auf jeden Fall jetzt die Tage. Wir sind selber ganz gespannt. Wir wissen nicht, wann es genau soweit sein wird, sonst hätten wir es euch gerne gesagt oder auch jetzt schon zur Verfügung gestellt. Aber da müssen wir doch noch mal ein paar Tage womöglich Geduld haben. Vielleicht ist es auch schon morgen soweit. Genau. Wir warten wirklich. Und wenn ihr jetzt grundsätzlich, wir fanden es natürlich mega spannend, euch jetzt auch einfach im Immo-Talk vom Buch zu erzählen, weil es jetzt einfach rauskommt und euch auch einfach diese riesen fetten Boni mitzubringen. Und ich hoffe echt, dass ihr euch das Buch schnappt, dass ihr vielleicht irgendwie auch noch eure Freunde mit ins Boot holt, damit die mit euch dann einen tollen Tag mit uns gemeinsam irgendwo im Süden bei der lieben Steffi verbringen können. Das wird wirklich toll. Und wenn ihr aber jetzt noch Fragen habt, ne, zum Buch, zum was ist da für ein Inhalt drin? Wir geben natürlich auch schon im Immo-Talk total gerne inhaltlichen Mehrwert. Also wenn für euch jetzt irgendetwas noch unklar ist, haut mal raus. Ansonsten, Steffi, du bist ja vorhin, ich wollte dich ja eigentlich wunderbar dazu interviewen, wie du das Buch aufgebaut hast. Diesen Plan hat mein Sohn vereitelt. der reingerast kam, sodass du schon direkt selber losgelegt hast und das erzählt hast. Also Steffi hat schon gesagt, was drin ist. Ne? Und ihr findet von mir natürlich auch einfach so einen ganz kurzen Abriss, was ist überhaupt passives Einkommen, weil darum geht es ja. Ne? Es ist das zweite Buch der Reihe. Das erste Buch hatte ich mit Katrin Hamann zum Thema passives Einkommen mit E-Books veröffentlicht und bin mega glücklich, die zweite geniale Expertin hier zu haben, mit der wir für diese Reihe das nächste Buch daraus bringen dürfen. Ihr findet wirklich extrem viel, extrem tolles Wissen da drin. Und ihr habt wirklich eine absolute Blaupause in diesem Buch, wie ihr vorgehen könnt, wie ihr auswählt, ja, was wichtige Kriterien sind, wie ihr zum Notar geht, wie der Kaufvertrag aussieht, auf was ihr achten müsst, wie ihr das Ganze rechnet. Damit kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, wenn ihr euch wirklich daran haltet, was da in diesem Buch drinsteht. Hat denn irgendwer noch irgendwelche dringlichen Fragen zum Thema Buch oder zum Thema passives Einkommen mit Immobilien? Dann sind wir natürlich auch hier und unterstützen euch gerne. Ich gehe mal via Handy, wundert euch nicht, wenn ich immer so runtergucke, auf die Fanpage und guck mal, ob irgendwer noch irgendeine Frage dazu hatte. Aber ich glaube, da standen jetzt keine aktuellen Fragen. Cindy freut sich über unser Projekt und gibt uns mal ein Ärmchen hoch. Cool. Genau. Ach, schön. Ja, dann wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und euch Bescheid sagen, wann es losgeht, wann das Buch zu kaufen ist. Wie schon gesagt, morgen, übermorgen, Montag. Es kann sich wirklich nur noch um Stunden oder Tage handeln. Und dann geht es los und dann freuen wir uns super, wenn du derjenige bist, den wir im nächsten Jahr dann bei einem Live-Event einen kompletten Tag sehen und das für unter 20 Euro. Also, sehr, sehr krass, aber wir haben da Bock drauf, wir wollen euch gerne sehen, wir wollen euch gerne einen mega Mehrwert geben und ja, einfach mit euch einen tollen Tag verbringen, uns mit euch connecten, euch kennenlernen. Steffi wird euch einfach wirklich auch noch viel Inhalte weiter mit dazu geben. Also, wenn für euch noch irgendwas unklar ist, schreibt uns gerne an, sagt uns Bescheid, gibt uns eine Info. Und ansonsten haben wir es jetzt eigentlich schon, oder? Kurz und schmerzlos irgendwie. Aber schmerzlos. Ja, auf den Punkt gebracht. Dann gehe ich vielleicht mal duschen. Wir haben ja keinen Riech-Zoom, ne? Noch nicht. In dem Fall wohl zum Glück. Ja. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, euch einen ganz wundervollen Abend. Wünsche ich euch auch allen, von mir auch. Genau, auf Steffis Seite, in Steffis E-Mail, auf meiner Seite, in meiner E-Mail, auf Steffis und meinen privaten Profilen und noch ein ganz letzter Schwank auf unserem zweiten Baby. Mhm. Da werdet ihr auch einen Hinweis bekommen, zumindest auf unserer Fanpage hier auf Facebook, nämlich auch das wird nächsten Monat definitiv ausgebrütet sein. Auch daran haben wir deutlich länger gebrütet als geplant.
veröffentlichen wir auf jeden Fall im Frühjahr, so im März. Genau. Naja, ist ja auch ein Monat mit A jetzt, ne? Wo wir fertig geworden sind. Also im September ist jetzt nicht so viel A drin. Ach so, nee, ich war jetzt noch bei August, weil theoretisch sind wir ja jetzt schon, haben wir so viel gedreht, dass wir startklar sind. Also es wird nicht der August, es wird auf jeden Fall der September. September? Der September. Was denn jetzt überhaupt, Eva? Jetzt sag doch mal was. Ja, Steffi und ich haben gebrütet. Steffi und ich haben coole Leute interviewt. Steffi und ich haben gemeinsam über spannende Dinge gesprochen und Steffi und ich haben jeder auch noch einzelne Videos aufgenommen. Und die bekommt ihr alle nicht nur zum Sehen, sondern die bekommt ihr auf die Ohren. Nämlich, es wird demnächst einen Podcast geben. Für Durchstarter. Wir haben uns überlegt, was sind denn die Menschen, denen wir gerne weiterhelfen wollen? Und das sind natürlich die, die sagen, jawohl, ich will es anpacken. Ich will jetzt wirklich mal in die Umsetzung kommen. Ich habe Bock drauf. Und ich suche mir das für mich Passende aus, was mir passives Einkommen beschert. Und deswegen heißt dieser Podcast auch Passives Einkommen für Durchstarter, weil wir eben gerne die erreichen möchten damit, die sagen, jawohl, mir ist schon klar, dass ich dafür aber auch erstmal, bevor ich dann dieses passive Einkommen dann habe, erstmal mir dieses passive Einkommen aufbauen muss. Und das ist immer aktiv, haben Eva und ich genauso gemacht und alle anderen, die irgendwie passiv Geld verdienen, haben da vorher aktiv Arbeit reingesteckt. Und wenn es nur Recherche ist oder sich eben über das Thema zu informieren. Und jetzt haben wir ganz viele verschiedene Wege jetzt schon zusammengetragen. Also wir haben schon über einen Monat vorproduziert. Und haben ganz viele tolle Ideen für euch, wie ihr euch passives Einkommen aufbauen könnt. Und da ist echt für jeden was dabei. Also es gibt keine Ausreden mehr. Definitiv. Aber Steffi, wir haben doch vorhin eine Namensänderung von unserem Podcast besprochen. Du hast ja, wir haben gesagt, der heißt irgendwie so oder so oder ja. Genau. Wir haben nämlich, also es geht auf jeden Fall, es ist ein Podcast und der wird alle Themen rund um passives Einkommen behandeln. Ne? Das ist ganz wichtig. Und damit ihr uns, wenn ihr auf eure App geht, ganz vorne findet und sofort auf unseren Podcast stoßt, ist es wichtig, dass wir mit A anfangen. Aber Podcast, passives Einkommen, September, war irgendwie nicht so richtiges A dabei. Deswegen haben wir uns für euch eine coole Strategie überlegt, um ganz benutzerfreundlich von euch sofort gefunden werden zu können und haben gesagt, okay, wir hängen jetzt ein kleines Vehikel an. Wahrscheinlich wird uns unser Podcast-Coach den Kopf abreißen, wenn er hört, was wir uns überlegt haben. Aber ich finde es ganz witzig. Und zwar wird unser Podcast 1A Strategien für passives Einkommen heißen. Und wie Steffi schon gesagt hat, es geht wirklich darum, die Leute, die sagen, hands on, ich krempel meine Ärmel hoch, ich weiß, passives Einkommen braucht immer Zeit oder Geld und allermeistens sogar beides, ja, denen wollen wir einfach coole Leute vorstellen, coole Programme vorstellen, coole Inhalte geben. Also ihr, bei Steffi habt ihr das schon im Bereich Immobilien in den letzten Jahren sehr viel bekommen. Bei mir habt ihr das im Bereich passives Einkommen vor allem in Videoform und per E-Mail sehr viel bekommen. Und jetzt gibt es eben auch noch diesen sehr, sehr coolen Kanal, der euch das alles auf die Ohren gibt. Und ja, wir haben sehr, sehr coole Leute im Gespräch jetzt schon gehabt. Also es geht natürlich weiter. Wir interviewen natürlich jeden, der uns wirklich Mehrwert zum Thema passives Einkommen geben kann, der tolle Strategien selber natürlich auch ausprobiert. Also wir fragen nur Menschen, die auch wirklich passives Einkommen selber verdienen und nicht dies nur vorgeben zu tun. Und da haben wir jetzt schon total coole, sehr abwechslungsreiche Interviews geführt. Lasst euch überraschen. Genau. Und wird ganz toll. Also sehr vielfältig, sehr bunt, für jeden was dabei. Großer Blumenstrauß, kann sich jeder aussuchen, was er mag davon, was ihm am besten passen würde. Und wie gesagt, es gibt keine Ausreden mehr. Genau. Und also die Seite für einen Podcast hier auf Facebook gibt es auch schon, Podcast für passives Einkommen. Dem könnt ihr auch so ein bisschen folgen. Also da kriegt ihr natürlich auch immer News und Infos. Und auch da werden wir natürlich Bescheid sagen, wenn unser Buch Baby dann auch wirklich endlich bestellbar ist. Und freuen uns mega über jeden, der bestellt. Und mega über jeden, der dann mit dabei ist und diesen Tag mit uns verbringt. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir hier ganz schön viele Babys ausgepackt, ne? Und genau. Ganz schön viel erzählt. Also, reicht doch für einen Abend.
Der September steht voll unter dem Motto Steffi und Eva. Da gibt es wirklich ganz, ganz viel, was wir für euch sozusagen an den Start bringen, mit dem wir euch unterstützen wollen, mit dem wir euch weiterhelfen wollen, wo ihr ganz, ganz, ganz viel Input bekommt. Und ja, egal auf welchem Kanal, wir freuen uns riesig, wenn ihr dabei seid. Und wünschen euch einen wundervollen Abend. Gibt es noch irgendwas, was gesagt werden muss? Von mir? Babyalarm, nee, keine Ahnung. Babyalarm. Steffi, willst du uns was sagen? Nee. Nee, zwei Babys reichen. Ja, das denke ich auch. Also bist du doch hier die Babymacherin. Also, von uns ich habe schon mal Dulf, also ich bin schon mal drei im Plus. Ne? Also. Alles klar, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, euch einen zauberhaften Abend. Ja, einen wunderschönen Abend. Wir hören uns in, also wie gesagt. Schön, dich mal wieder zu sehen. Das fand ich auch. In 8 Wochen geht es hier in großer Runde wieder weiter. Ihr könnt gerne auch Themen reinreichen, die ihr zum Thema Emotalk spannend findet, über die ihr hier die Experten sich die Köpfe heiß reden hören möchtet. Bis dahin habt ihr übrigens eine sehr, sehr gute Chance, das Buch schon bestellt gehabt zu haben, alles durchgearbeitet zu haben und schon selber fleißig mitzudiskutieren. Das sind ja fast 2 Monate, also bis dahin. Mhm. Ja, und da könnt ihr natürlich auch super dann Fragen stellen. Also wenn jetzt im Buch irgendwas wäre und euch fällt dazu eine Frage ein, ist das natürlich auch mal eine schöne Möglichkeit, hier mal mit uns dann direkt in Kontakt zu geraten. Und einfach eure Fragen loszuwerden. Genau, so als Warming-up für den Januar. Jawohl. Wie gesagt, wenn das Buch am Start ist, habt ihr 2 Wochen Zeit. Also nach 2 Wochen machen wir die Aktion zu. Und wer da nicht mit dabei ist, ist nicht mit dabei. Dann bekommt ihr trotzdem noch das Buch und die Boni. Das heißt trotzdem noch einen irren Mehrwert, wenn ihr dieses Buch bestellt. Aber dann ist quasi die Zeit zu, um an diesem Tag mit dabei zu sein und dieses Live-Event mit uns zu erleben. Also, ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, wir sehen uns. Wünsche euch einen wunderbaren Abend. Nochmal zum 3. Mal jetzt, glaube ich, inzwischen. Ich wünsche euch auch einen wunderbaren Abend. Jetzt haben wir hier noch einen neuen Zuschauer im Zoom. Jetzt sind wir leider quasi schon am Ende. Aber du bist auch ein bisschen spät gekommen. Es ist ja auf Facebook nochmal. Kann man sich auch nochmal angucken. Genau. Genau. Ja, und dann würde ich sagen... Jetzt sage ich es doch nochmal. Schönen Abend. Ciao. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ich habe mal hier unseren... Hm.